Das geht richtig rein hier. Meine Güte. Grüß dich, Junge. Ja, moin. Endlich steht das neue Ziel. Wenn du dann am Start bist, Kollege. Es ist auf jeden Fall jetzt eine heikle Herausforderung, denn in 3 Wochen soll dieses Abenteuer starten. Und insgesamt sind es 360 Kilometer, die wir unter 24 Stunden fahren müssten. Heißt, es ist, glaube ich, auch die längste Distanz, die wir je gefahren sind an einem Tag. Auf jeden Fall. Also definitiv. So weit bin ich noch nie gerade. Ich glaube, das weiteste war ein bisschen über 100, aber das war's ja dann auch. Das heißt, jetzt nicht lang schnacken und in diesem Video wollen wir die wesentlichen Fragen hierzu beantworten und eine richtig starke Tour fahren. Was das für eine Tour ist, das seht ihr jetzt. Jetzt sind wir im Wald angekommen und auf Kies und jetzt dürfen wir euch verraten, wo die heutige Tour hingeht. Es wird eine 100 Kilometer Tour und wir umrunden den Starnberger See. Bin ich ehrlich gesagt auch schon sehr gespannt. Ja, ganz schön verrücktes Abenteuer, was uns da bevorsteht. Deshalb eure Fragen direkt unten in die Kommentare. Da werden bestimmt auch schon einige sein. Und treibt euch damit durch. Schaut mal, was die anderen für Fragen gestellt haben. Einige wollen wir in diesem Video beantworten. Die anderen werden in den nächsten beantwortet. Boys rolling. Jetzt werden Meter gemacht hier auf der Waldautobahn. Und während wir jetzt im Süden aus München rausgefahren sind, Richtung Starnberger See, kommt die erste Frage. Und Basti, mein Vater würde sagen, 360 Kilometer oder mehr. Das ist ja schon ein ganz schöner Schluck aus der Pulle. Richtig. Wie bereitest du dich vor? Meine ehemalige Mitbewohnerin, die ist echt Leistungsfahrerin, was das Rennrad angeht, die sagte mir, Grundausdauer schafft man über einen langen Zeitraum. Jetzt ist der ja relativ kurz. Da sagt sie, Intervalltraining. So was wie 30 Sekunden Belastung, 30 Sekunden Pause, das ein paar Mal wiederholen. Dann eine Stunde voll verausgaben, dann geht die Leistung hoch. Ja, das wäre zum Beispiel was wir die nächsten 3 Wochen noch 1-2 Mal machen werden. Ansonsten, was kann man da trainieren? Vor allen Dingen, glaube ich, den Kopf. Weil so eine lange Distanz ist, glaube ich, eine extreme mentale Belastung. Wir sind ja fast 20 Stunden vermutlich auf dem Rad. Jedenfalls sagt Google Maps, dass man 22 Stunden braucht. Wir sind jetzt nicht die Ultraradfahrer. Sagen wir mal, ja. So 20 Stunden anzupeilen. Das ist schon gut. Das wäre schon gar nicht so schlecht. Wär ich schon happy mit. Weiter geht's auf unserer Strecke. Und der nächste Punkt ist das Equipment. Welche Fahrräder nehmen wir mit auf diese Route? Und ja, wir beiden sind schon ganz schön gut warm gefahren auf diesen beiden Schätzchen hier. Den Gravelbikes, mit denen sind wir in Deutschland Cross schon gefahren. 850 Kilometer. Und eingesetzt sind wir darauf auch. Von daher ist das schon mal eine ganz gute Wahl. Aber es gibt ein paar Modifikationen, die wir vornehmen wollen. Punkt 1, die Mäntel. Ihr seht's, bei mir sieht sowieso deppert aus. Wir ziehen andere Mäntel drauf, die dann weniger Rollwiderstand geben und wir ein bisschen flüssiger und schneller unterwegs sein können. Und wo wir gerade über die Profile sprechen, wir haben uns noch nicht entscheiden können, welches es werden soll. Deswegen haben wir 3 Beispiele unten in der Beschreibung verlinkt. Vielleicht habt ihr Erfahrungswerte. Damit wäre Basti und mir sehr geholfen. 2 von Conti, 1 von Schwalbe. Schaut euch die mal an und schreibt eure Erfahrungen gerne in die Kommentare. Danke. Punkt Nummer 2, die Schuhe und Pedale. Ja, da kann man jetzt noch einiges machen. Das große Problem ist, das kostet natürlich auch alles wieder Geld. Jetzt extra Rennradschuhe zu kaufen, haben wir eigentlich keinen Bock drauf. Und die Pedale, ja gut, das sind dann auch noch mal ein paar Milligramm. Und Punkt 3, hier kommt ein dicker Spoiler dran. Das heißt, wenn der Wind dann über uns zieht, drückt der Spoiler uns einfach noch mal tiefer in die Straße. Das heißt, wir können einfach schneller fahren. Sehr gut, das machen wir. Ne, aber was wir wirklich noch brauchen, ist Licht. Da müssen wir vielleicht noch schauen. Gutes Licht für die Nacht, insbesondere wenn wir dann nachts über dem Brenner oder unterm Brenner, unter der Brenner Autobahn herfahren. Da sollten wir schon ein bisschen belichtet sein. Ich meine, wir sind ja schon... So nicht unterbelichtet sein, genau. Ne? So, auf unserer heutigen Route sind wir in Starnberg angekommen und jetzt geht's gleich an den See und dann umrunden wir den mal. Nach 30 Kilometern, wie auch am Deutschlandcross, natürlich die feine Einkehr. Hier am Starnberger Markt holen wir uns jetzt mal was Feines. Schauen wir mal, worauf hast du Lust? Pizza. Richtig stark. Starnberger, du kannst was.
die Alpen im direkten Blick. Und da hinten, hinter diesen Bergen irgendwo, verbirgt er sich, der Gardasee. Ja, kann schon riechen. Ja, die heutige Route ist natürlich gerade in vollem Gange. Wir haben jetzt 35 von 100 Kilometern. Unser Weg führt natürlich noch komplett bis ans Südufer. Aber was die Menschen vor allen Dingen auch interessiert, ist unsere Route auf der großen Tour. Was machen wir da? Hast du da eine konkrete Vorstellung? Ja, ich habe X bei München gemacht, nichts beim Gardasee, ist Lineal angelegt, Strich durch und fertig. Viele Wege führen nach Rom, ne? Ja. Ja, aber unser konkreter Weg, der ist natürlich möglichst höhenmeterarm. Das heißt, wir fahren erstmal Richtung Silbenstein-Stausee raus, sind wir auch schon mal gefahren. Also quasi Lenggries, Bad Tölz raus, Silbenstein, dann fahren wir zum Achensee. Kennt man. Achensee runter ins Inntal, Richtung Innsbruck. Dann fahren wir links ab. Richtung Stubai? Ja, grob Richtung Stubai, genau. Dann halt nicht nach rechts, und dann halt rein, genau. Und nicht über die Europabrücke, sondern unter der Europabrücke her. Nämlich unterm Brenner und dann halt natürlich über den Brenner, über den Pass quasi. Dann lassen wir aber den Jaufenpass rechts liegen. Das ist okay. Weil der würde nochmal irgendwie 1000 Höhenmeter mehr geben. Sondern wir fahren dann, ja, im Prinzip gegen, da kommt richtig Gegenwind auf uns zu. Das haben auch einige von euch schon geschrieben. Denn dann geht's raus, das Tal haben wir schon hinter uns, das Tal der Tränen. Wir brauchen so ein Windschild, weil das ist echt böse. Ab dem Brenner raus kommt richtig Gegenwind. Und wir fahren dann ja durchs Tal im Prinzip immer Richtung Rovereto raus, wo wir damals auch in den Zug gestiegen sind. Ja. Als wir zurückgekommen sind vom Alpencross, da haben wir ja in 7 Tagen im Prinzip die Route von München bis zum Gardasee gemacht. Jetzt machen wir es in unter 24 Stunden. 360 Kilometer, ein bisschen mehr vielleicht. Und 2900 Höhenmeter, grob. Wenn ihr noch Routenvorschläge habt, Tipps dazu. Wir haben einfach mal eine Route unten als Beispiel in die Beschreibung gepackt. Macht uns da gerne Vorschläge und kommentiert die Routen. Ja, vielleicht auch schöne Ecken auf der Route, wo ihr sagt, da mal anhalten und eben auftanken, Energie, da ist es besonders gut. Ja, genau, das wär optimal. Ich meine, wir beide wollen natürlich die schönste Route, die geht, fahren, auch wenn wir nicht viel sehen werden. Aber perfekt, ja, das wäre mal die Route. Ja? Hört sich nach Spaß an. Und wenn uns das nicht genügt, dann bauen wir halt noch ein paar Passstraßen ein. Ja, oder fahren halt einfach wieder ein Stück zurück oder so. Hier ist jetzt das Südufer, da drüben bei der Kirche kann man es ganz gut erkennen. Da ist im Endeffekt Schluss. Und dann geht der Starnberger See da raus. Schöne Libella, der Basti ein richtiges Weißbier. Ja, der ist im Training, der Junge, der ist im Training. Wie er schon sagte, Intervalltraining am Glas. Ein bisschen Alkohol, ne? Spürt meine Schmerzen nicht mehr so. Essen, ganz wichtiger Bestandteil unserer Tour Richtung Gardasee. Wie auch schon beim Chiemgau King werden wir da verschiedene Portionsgrößen uns zurechtlegen. Wir müssen auf jeden Fall jede halbe Stunde was zu uns nehmen. Das muss alles hier in die Packs oder irgendwo ans Fahrrad. Das wird eine ganze Menge Kalorien, die wir da durchbringen, Herr Brutzer. Ja, ich rechne so mit 500.000. Wurde eher nochmal eine Null hinten dran, ne? Ja, niemals Zuckerloch, niemals Zuckerloch. Nee, wirklich jede halbe Stunde so ein bisschen snacken, ein Riegel und dann irgendwo auch wieder diese Elektrolytmischung, ein bisschen Powergel. Wir zeigen euch dann, was wir so zu uns nehmen. Gerade hier reicht es erstmal mit Brezeln und einer kleinen Mezzomix. Ja, ist so. I've been on the road, I've been doing shows. Now we ain't steak, remember sleeping on the floor. We're still in at the gas station when the town's cold. In the kitchen house. Das geht richtig rein hier. Meine Güte. Zurück in München. Nicht mehr weit vom Maha Studio. Da fahren wir jetzt mal hin. Und dann heißt es Resümee sprechen, Basti. Resümee. Können wir das noch faziten? Resümee. Ja. That's where we started. Wie war es? Fürs Fazit sehr entscheidend, ausgezeichnet. Ein paar Routentipps haben wir euch ja schon genannt. Zur heutigen Tour 100 Kilometer, schön, wir hatten gutes Wetter. Starnberger See war im Blick, die Berge waren im Blick, wir waren gut drauf. Heute war ja freudiges Video, aber es ist ganz klar, das ist schon eine Herausforderung, die wir uns da stellen. Und wie immer in unseren Videos kann es natürlich auch sein, dass wir das Ding nicht packen. Ja.
Drei Wochen, drei große Baustellen haben wir. Fitness, müssen trainieren. Essen, das ist ziemlich einfach. Und dann halt Equipment, die Bikes brauchen andere. Genau, ja. Richtig. Und dann kann das Ganze starten. Und dann vielleicht noch mit ein paar Tipps von euch in den Kommentaren. Und vielen Dank fürs Einschalten zu dem Video heute. Uns hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Basti. Mir schon. Dir auch. Sehr gut. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschaußen.